Salamba Bhujangasana ist eine andere Bezeichnung für die Sphinx oder auch Kobra auf Unterarmen. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Von der Bauchlage hebe den Kopf etwas hoch, Brustkorb hoch, gib die Unterarme so auf den Boden, dass die Ellbogen genau unter den Schultern sind. Gib dann die Handflächen in den Boden hinein und ziehe die Schulterblätter nach hinten zusammen, wölbe den Brustkorb nach oben. So bist du in Salamba Bhujangasana, die gestützte Kobra. Du hast die Ellbogen am Boden, stützt dich so gut ab, so werden andere Rückenmuskeln genutzt als in der Kobra-Grundstellung. Diese Stellung eben auch Sphinx. Wichtig ist, dass du wirklich die Schulterblätter stark nach hinten gibst und versuchst, den Rippenbogen nach unten zu bringen, während du die Brustbein nach vorne schiebst. Und so ist Salamba Bhujangasana auch eine schöne Übung für die Stärkung der Muskeln zwischen den Schulterblättern.